Herzlich willkommen bei KBO. Steven, Aaron und Jerome sind wieder ready. Und heute sind wir auf wunderschönen Kirmes und wir drehen Foodspots. Kurz erklärt, 1, 2, 3 und 4. Jeder wird ein Essen raussuchen. Geht natürlich auf meinen Nacken. L-Opa auf die 1. L-Opa auf die 1. Das Mindeste. Aaron, was sagst du? Willst du das Beste heute, das beste Essen rausholen? Ich kenne die Spots. Ja, also es wird auf jeden Fall cool. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Aber es wird spontan entschieden. Ich hoffe, ich verliere einfach nicht. Wir sind hier live bei Funk, deswegen müssen wir achten auf das, was wir sagen. Ich rede nicht viel, ne? Ich lasse Taten sprechen und meins wird nicht das Schlechteste, ich sag's so. Alles klar, das ist ein Zeichen anzufangen. Was passiert, wer das schlechteste Essen bringt? Wir werden das ja alle bewerten. Strafe, Karussell oder so, ganz schlimmes Karussell. Wir lassen uns das einfach. Okay, nicht viel reden, wir fangen an, let's go. Ich werde gewinnen, ich kenne doch meine afrikanischen Brüder. Ich werde heute das gewinnen, ich sag dir ganz ehrlich, Jerry, number one, one out. Ich bin der beste Foodspot Osnabrück, ich habe die besten Foodspots. Jerry, sei ehrlich, ich habe die besten Foodspots. Wir drehen eine Challenge, ne? Für meinen YouTube-Kanal. Glaubst du, ich würde heute überzeugen mit dem Essen? Ich weiß nicht. Ja, ich muss halt die Jungs überzeugen, ne? Aber ich gehe für den Burger. Was würdest du sagen? Was soll ich holen? Cheeseburger. Mit Pommes oder irgendwas noch drauf? Mitnehmen am besten, ja. Ja, genau. Ich gehe für diesen Laden hier. Dieser Cheeseburger-Laden. Ich hoffe, ich gewinne. Wenn ich nicht gewinne, dann heul ich rum. Aber ich glaube, ich werde so oder so gewinnen. Er wird so fett nicht gewinnen damit. So fett nicht. Sei nicht so selbstsicher. Guck mal, Jerry. Ich werde heute gewinnen. Du wirst verlieren, Opa. L-Opa hat einen Burger. Ich schwimme jetzt Nudeln mit Huhn. Also meins wird dann auf jeden Fall schon höher gerankt werden als dieser Burger, sag so. Ich will für meine afrikanischen Brüder Nudeln mit Huhn holen. Ich habe mein Essen sogar für 10 Euro bekommen. Du? Je teurer, desto besser. Okay, wir haben jetzt unser Essen. Wir warten jetzt hier auf die Jungs. Ich check nicht. Leute bezahlen so quasi, um zu sterben, Digga. Bruder, da muss nur eine Schraube locker sein. Du bist dead. Ich check dir. Ja, aber wir essen hier, Bruder. Soll ich dir was anderes nehmen? Machen Sie, wie Sie meinen. Ja, ich bin gespannt. Ich sag ehrlich, das ist gewinnerwürdig, was ich hier aufgebaut habe. Guck mal, ihn. Er weiß nicht, was er bestellen soll. Bruder, er kommt mit irgend so billige Crepe oder so. Oder maybe diese Schoko-Erdbeeren. Bocken aber sind ausgelutscht, deswegen. Wir halten uns gegen den dreht sich auf. Aber wir lassen die zuerst probieren. Machen. Wir lassen die zuerst probieren, damit die ehrlich sind. Dann wir scheißen einfach rein. Wir sagen, schmeckt nicht. Für mich dann einmal Waffeln, die normale Waffeln. Ich weiß auch nicht, was da am besten schmeckt. Also einfach irgendwie irgendwas drauf. Ich vertraue ihm. Die einzige Sorge, die ich gerade habe, ist, dass es auch schmeckt. Also natürlich schmeckt das, aber das... Bruder, meinst du schmecken, Bruder? Sie hat Nein, das wird schmecken. Sie hat Spezialmischung aber gemacht, das wird schmecken. Wir müssen einfach so haten, dass wir keine Strafe bekommen. Wenn Waffeln gut gemacht sind, kann das auch toppen. So. Checkst du? Wenn die so fluffy ist, Digga. Alles egal. Irgendwie. Sie soll auch spezial machen. Spezial. Sie kennt den Laden. Wir sind keine Foodtester, Bruder. Ja, Bruder, aber wenn du direkt sagst, Bruder, kein Bock auf Nudeln, Digga. Da werden die auch sagen, ja, was soll ich machen? Checkst du? Stimmt so, ja. Ist okay. Ja, ist schön. Gut. Ciao. Tschüss. Nach da. Okay, Osnabrück City. Wir haben jetzt unser Foodspot. Die beiden sind so am Schießen die ganze Zeit, ne? Ja. Jeder hat jetzt sein Essen geholt. Aaron und ich waren ja zusammen unterwegs. Die beiden waren zusammen unterwegs. Aaron und ich sind eher auf die süße Schiene gegangen, weil wir dachten, okay, ich glaube, jeder hat schon gegessen heute. Wir holen lieber was Süßes so nebenbei. Die beiden haben sich was Festes geholt. Auf die Fast. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich werde so oder so gewinnen, Jerome. Was hast du gedacht? Ich habe mir gedacht, so Nudeln kann man immer essen. Und dieses Huhn für meine afrikanischen Brüder, aber die lachen mich die ganze Zeit aus. Gegenüber hier ist der Chinese, Bruder. Was für Kevin sagt, er wird so oder so gewinnen. Einer hat Pommes mit Burger. Wer holt Burger auf dem Kirmes? Bruder, er ist fast. Er flext damit drum, dass er das Essen für weniger Geld bekommen hat, weil er YouTube-Video dreht. Ich werde so oder so gewinnen. Du hast Pommes mit Burger geholt, Bruder. Pommes und Burger ist sehr, sehr selten geil. Das heißt, und bei Jahrmarkt sowieso nicht. Das heißt, es kann maximal okay sein. Also, Bruder, Erster kannst du gar nicht werden, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Scheiß! Das ist gut. Ja, aber die müssen doch auch essen. Was muss, Bruder? Ich schwöre, schmeckt gut. Sonst aber da muss meins auch bocken, ich schwöre. Opa, was los? Ja, gib weiter jetzt. Jacke, du kannst doch aufessen, wenn du willst. Das wird so geil sein. Nein, du isst das auf, oder? Ich hab einmal reingebissen, ich war so eis. Geschmacks, ne? Geschmacksexplosion. Oder nimm zwei, Digga. Hallo. Ja, okay. Ehrlich? Ist gut, aber meins war besser, ernst. Ja? Okay. Salzbock ein bisschen mehr.
Chill mal. Und ehrlich, für Pommes ist das... Aber die waren warm besser. Aber für Pommes ist das nicht schlecht, ich sag ehrlich. Sagen, die waren warm besser. Ja, für Pommes schmeckt es nicht schlecht. Pommes Burger? Kein Bock, Alter. Ich hab schon schlechtere Pommes gegessen. Dann ist den Burger, was laberst du? Nein, ich esse den Burger. Ich esse den Burger, Junge. Ja, er beißt einmal ab, oder er hat einen halben Burger im Mund genommen, Digga. Schmeckt halt wie Pommes und Burger, ne? Du lächelst, ne? Der schmeckt die. Da wurde er schon gut. Doch, der Burger schon gut. Würde ich Restaurant essen, ich würde sagen... Schlecht. Ist schlecht. Schlecht bis okay. Aber weil der von Jahrmarkt ist, dann bockt der. Auch von der Größe her bockt der. Checkst du? Boah, der ist krass. Ich glaube, den unterschätzt, ja? Ich bin fertig für heute. Also, ohne mich selbst zu pushen, aber ich muss sagen, das, was ich geholt habe, schmeckt am besten. Ich würde es nicht mal eine 10 geben, aber es war so eine solide 8,5. Danach würde ich sogar, glaube ich, weil der Burger mich echt positiv überrascht hat, Kelvin sagen. Ja, Junge! Bei Aarons habe ich halt mehr erwartet, als es dann kam, weißt du? Deswegen, bei Kelvin habe ich nichts erwartet und es kam auch eigentlich nichts bei den Pommes. So, weil Pommes sind halt Pommes, ne? Aber der Burger hat mich ein bisschen positiv überrascht. Ja, und letzter Platz hier rum, so, ich küsse dein Herz, Bruder, wir sind auf dem Jahrmarkt, einer holt asiatische Nudeln. Aber hältst du nicht Nudeln, aber find doch nichts Positives. Eben, sag das so. Du findest nichts Schlechtes an den Nudeln, gar keine Frage. Aber halt auch nichts Gutes so. Nudeln sind halt Nudeln. Ausmacht, eben. Ja. Eins, seine Waffel. Ich wusste, es wird eine Waffel, aber ich wusste nicht, dass es so diese weiße Soße hat nochmal richtig gebacken. Ohne weiße Soße, ich würde sogar sagen, wäre so wie meins gewesen. Ja. Aber mit dieser weißen Soße war hart, so sag ich ehrlich. Kelvins Burger so, für einen Jahrmarkt-Burger war das schon echt geil, weil manchmal übertreiben die so mit Soßen, aber Soße war perfekt und so. Röstzwiebeln auch, deswegen würde ich auch sagen, Kelvins ist auf zweiten Platz. Aber danach komme ich eigentlich auch schon direkt, wie Steven gesagt hat, so. Da macht es nicht viel. Jerome, Digga, es sind halt Nudeln so. Die kann man machen, die haben auch geschmeckt und so, aber es ist nichts, was ich sage, oh mein Gott. Mach's kurz und knapp, ohne uns viel zu reden. Jerry, letzter Platz. Ganz klar, Jerry, wirklich, du hast einfach versagt mit diesen Nudeln. Ich sag dir ehrlich, Bruder, letzter Platz. Nichts gegen dich, aber erster Platz, er hier. Fairer dritter Platz, Aaron, gut gemacht, Bruder, wirklich gut gemacht. Ich habe ehrlich reingeschissen mit diesen Nudeln. Steven, ganz klar, Platz 1. Platz 2, das, was Aaron hatte, hat mich jetzt nicht so gecatcht. Ich hätte mehr erwartet. Aaron, Platz 3, ich letzter Platz, ich muss ehrlich sagen. Also, euers war schon krass, ich sag so. Welche Bestrafung soll Jerry bekommen auf dem Kirmes? Was sagen wir? Aber irgendwas Ekliges. Er hat gerade gegessen, irgendwas Ekliges müssen wir ihn drippen. Er musste irgend sowas Ekliges von so einem Schweinestand essen, Digga, weißt ja. du? Ja. Wow. Ja. Ja! So irgendeine Ekel, ja. Digga! Ja! So, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Erklär's mit Jerome. Jerome wird dieses Video noch keine Strafe bekommen, weil wir ehrlich gesagt einfach keinen Kopf mehr dafür haben. Aber El Jerome auf jeden Fall in die Kommentare, sei ruhig. El Jerome in die Kommentare. Er wird in der nächsten Challenge oder im nächsten Video seine Strafe auf jeden Fall noch bekommen. Du rennst dich davor weg, du kannst ihm nicht entkommen. Auf jeden Fall, Jerome hat heute glasklar verloren. Das ist radikal, wie schlecht man eine Entscheidung treffen kann. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch auf Karussell und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like, ein Kommi und ein Abo da. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. El Opa.